Wer möchte das probieren? Ist richtig, jetzt ist wirklich entspannt. Also jetzt habt ihr keine. Ja, okay. Gelassenheit ist alles. Gezeigt habe, plus noch, falls ihr noch andere Techniken kennt, keine Ahnung, NLP-Techniken oder sonstige Techniken, dann könnt ihr das auch nochmal einsetzen. Aber es geht ja darum, die Person kann einfach liegen und sich noch mehr entspannen. Und ja, die Möglichkeit, dass man den Körper und den Geist verbindet, ist viel stärker, als wenn man jetzt hier irgendwie steht und dann fällt am Boden und sonstige Dinge. Ja? Meine Empfehlung ist aber, wenn ihr das tut, ihr fängt erstmal im Sitzen an. Keine Ahnung, ja, ich habe jetzt mein Klient hier, wir sprechen erstmal in der Sitzung. Ja, was ist dein Thema? Keine Ahnung, irgendwas. Ich spreche mit ihm, ich kläre euch morgen besser, wie ihr ein Vorgespräch machen könnt. Und dann irgendwann sage ich, okay, ist es okay, wo ich mit der Hypnose anfange? Du sagst ja. Dann sage ich, okay, mach die Augen zu, im Sitzen, ich mache diese Entspannungsinduktion. Ja? Ich zähle von 10 auf 1 runter und ich erzähle ihm einfach irgendwas, damit er runterkommt. Dann irgendwann sage ich, mach die Augen auf, er steht dann auf. Ich mache dann die Hypnose im Stehen, was ihr gemerkt habt, das ist diese Nonverbale. Und irgendwann sage ich, bitteschön, du kannst dich jetzt nochmal hinlegen, wenn du möchtest. Und dann vertiefe ich das nochmal. Es nennt sich Hypnomassage, ihr müsst aber keine Masseure sein und auch keine Massage machen, wenn ihr das nicht wollt oder wenn der Klient das nicht wollt, wenn es nicht eure Sache ist oder was auch immer. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt anfängt zu massieren. Könnt ihr machen, wenn ihr könnt oder wenn ihr wollt, wenn der Klient das will, meine ich. Wenn ihr einverstanden seid, das ist eure Sache. Aber es geht eher, der Name ist einfach nur ein bisschen verwirrend, weil manche glauben, dass das tatsächlich nur eine Massage ist. Mir geht es nur darum, ihr könnt einfach ein bisschen mehr eben all das tun, was wir gemacht haben, im Liegen. Also, wer möchte das probieren? Ist richtig, jetzt ist es wirklich entspannend, also jetzt habt ihr keine... Ja, also... Okay, ich habe zwei liegen, das heißt, wir können alle ein kleines bisschen üben, wir können nicht alle auf den Schlag üben, wenn ihr wollt, könnt ihr eventuell auch Boden machen, ist egal, aber wir schauen, mir geht es jetzt darum, dass ihr überhaupt versteht. Okay, warte mal, ich mache dir eine Decke, damit du vielleicht ein bisschen besser vorstellst. So, was passiert also? Nur mal angenommen, ja? Ich sage hier, ja, stellt euch vor, sie hat schon im Stehen was gemacht, im Sitzen was gemacht, die ist schon ziemlich in Trance. Ja? Sie liegt jetzt hier und dann sage ich, okay, einfach nur fühlen. Ja, einfach nur fühlen jetzt. So, ihr könnt Folgendes tun. Zum Beispiel, ihr nehmt einfach ihren Arm. Und ihr nimmt den Arm so, dass es auf euch liegt. So. Dass der ganze Gewicht vom Arm auf euch ist. Ja? Okay. Dann lasst den Arm langsam runtergehen. Ihr müsst aber wirklich langsam jetzt machen. Hier geht es wirklich um ganz langsame Bewegungen. Dann könnt ihr die Hand nehmen und zum Beispiel die Hand nehmen, so. Und spüren lassen. Ja, und dann wieder die Hand runternehmen. Das könnt ihr auch bei der anderen Seite machen. Dann könnt ihr zum Beispiel diese Nonverbale, was ihr im Stehen gemacht habt, zum Beispiel jetzt hier wieder anfangen. Ja? Im Kopf. Also ganz nah gehen, aber nicht zu nah. Die Wärme spüren erstmal. Dann Herz das Gleiche. Also ihr könnt auch viel länger bleiben. Ich mache das jetzt in schnellem Format. Wow. Ihr könnt dann natürlich, wie schon bei den Nonverbalen stehen, auch richtig berühren. Ne? Wenn ihr merkt, es ist okay für sie, das Gefühl hat, es ist okay für sie, dann könnt ihr auch richtig mit der Hand drauf. Das gleiche mit Herz.
Solarplexus. Aber auch in Beine könnt ihr auch was machen, aber ich zeige euch erstmal das, was ich schon gezeigt habe. So, was könnt ihr machen? Ihr könnt natürlich auch wieder testen, schauen, okay, wie geht es hier gerade. Ne? So, scheint ganz gut. Ihr könnt aber auch hier wiederum in diese Blitzhypnose einsetzen und sagen, okay, Druck auf meine Hand, jetzt stell dir vor, du möchtest gern etwas loswerden, etwas, das zu viel ist. Etwas, was dich belastet. Etwas aus der Vergangenheit. Wo du ganz genau weißt, du hast gar keine Schuld daran. Und du kannst es loswerden. Die Dinge von der Gegenwart. Menschen, Situationen, die dich gestört haben. Oder Ängste für die Zukunft, was kommen könnte, was alles schief gehen könnte und du fragst dich dann, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das? Und wenn ich dir das Wort Schlaf sage, dann kannst du alles loswerden, alles loslassen, einfach nur spüren, dass du lebendig bist, dass du da bist. Dass du einfach erstmal da bist und du schaffst dann alles. Schlaf loslassen, 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 loslassen. Einfach alles entspannt sich tiefer, 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 tiefer. Und spannst dich weiter und tiefer und tiefer. So könnt ihr das alles so ein bisschen verbinden. Ihr könnt auch die Hand nochmal so schütteln. Genau. Ihr könnt auch die Beine nehmen und ziehen. Das gleiche macht ihr nochmal hier mit dem anderen Arm. Ihr könnt aber auch das, was ihr vorhin schon gemacht habt, mit den beiden Händen nehmen, festhalten. Und ihr könnt auch sagen, du nimmst jetzt alles, was du brauchst, oder du kannst alles nochmal loswerden, was du nicht mehr brauchst. Du kannst ja alles nehmen, was du brauchst, zur Geborgenheit oder... Als ob du dir selbst die Hände geben würdest. Wenn du magst. Wenn du lieber hast, du kannst dir vorstellen, dass du von mir das nimmst. Ihr könnt dann jeden einzelnen Finger nehmen zum Beispiel und festhalten oder ziehen. Ja? So festhalten, ihr könnt ruhig auch bis zu einer Minute halten oder ziehen. Könnt ihr auch den Punkt hier so massieren sozusagen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt andere Sachen gelernt habt, woanders, das ist auch enorm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Immer wenn die Person einverstanden ist, weil nicht, dass sie jetzt genau was macht, aber die Person wollte das nicht. Aber wenn einigermaßen klar ist, was ihr vorhabt, ihr könnt vorher ein bisschen klären, ja? Dass du sagst, okay, ich will deine Hände benutzen, deine Arme und so weiter, dann ihr merkt schon, ob die Person einverstanden ist oder nicht. Und dann könnt ihr das machen. Was ihr noch machen könnt, ist einfach sozusagen wie so eine, dass ihr so ihren Arm gibt, euren Arm gibt so und ihr gibt die Möglichkeit, ihr festzuhalten.
als ob du jetzt sagst, zu sagen, ich bin für dich da, du kannst dir alles nochmal nehmen, was du brauchst. So, was ihr noch machen könnt, ist, dass ihr einfach mit der Unterarm sozusagen hier geht und ein kleines bisschen Druck macht und sagt, du kannst jetzt Gegendruck machen, ganz viel Gegendruck, ganz viel Gegendruck. Alles raus, 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 raus. Alles, was du nicht brauchst, hat dich belastet. Genau, machst du so lange, wie du brauchst. Ja. Könnt ihr ja im Herzbereich einfach nochmal ein bisschen Druck machen. So, das ist einfach eine Erweiterung von diesem Nonverbale im Liegen. Es gibt noch viel mehr, was ihr machen könnt. Ich zeige euch Stück für Stück. Ich wollte nur euch zeigen, okay, wie kann ich dieses Prinzip noch so überhaupt einsetzen in eine Sitzung. Ja, man kann es im Sitzen, im Stehen machen oder im Liegen. Im Stehen ist aber sehr heftig, wenn du jetzt jemanden so machst, dann kippt die Person tatsächlich. Also wenn es wirklich funktioniert, wie gesagt, klappt nicht bei jedem, aber wenn es funktioniert, habt ihr Steffi und macht ihr das im Stehen, sie knallt am Boden wie verrückt, ja. Aber wenn sie ja liegt, sie wird das bestimmt nicht mitmachen wollen, weil sie hasst das Liegen, oder? Oder wie ist das so? Liege für dich ist nicht so deins, ne? Nein. Genau. Okay, manche also mögen das. Ich habe es tatsächlich noch ein Problem. Okay, aber in dem Fall hätte ich ja dieses Problem nicht. Oder jemand sehr groß wie er oder so. Ja, da könnt ihr einfach da machen, so, ja, drück auf meine Hand. Wenn ich das Wort Schlaf sage, entspannst du dich. Ja. Ein bisschen mehr Druck. Ich stelle ja wirklich vor, vielleicht hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, ey, das muss auch weg. Versteht ihr, was ich meine? Warum ich das euch. Ich zeige euch alle diese Basics, um dann das einzusetzen. Ihr könnt ja natürlich in dieser Situation bei der Hypnomassage nicht nur Berührungen machen, ihr könnt auch die Person ganz allein in Ruhe lassen. Ihr könnt auch, ich zeige euch morgen, also Rücken was machen und so weiter. Aber es geht auch eben nicht nur um Berührungen, sondern ihr könnt auch im Liegen dann Sachen erzählen. Ja, zum Beispiel. Nur mal angenommen, ja, ich würde jetzt eine Rauchbrennung machen, das ist nicht ihr Thema, aber könnt ihr auch machen, ja, könnt ihr jetzt anfangen. Und du hast mir erzählt, du möchtest nicht mehr rauchen, das ist nicht dein Thema, ich erzähle einfach nur so. Ja, und deswegen bist du heute hier, weil du diese Entscheidung getroffen hast und dann habt ihr einen Text, ja, und ihr liest den Text oder ihr habt Text im Kopf, wie auch immer, und ihr könnt den ganzen Text einfach erzählen. Aber sie ist dort, sie hat sich entspannt, sie hat sich gefühlt, ihr Körper, und das kann alles noch viel stärker dann wirken. Ihr könnt aber auch interaktiv sein. Ja? Und dann sagst du zum Beispiel, mal angenommen, du hast mir erzählt, dass du in der Kindheit irgendwas, oder du hast mir erzählt, du weißt nicht, warum du manchmal so reagierst auf Dinge, wie du reagierst. Und da hast du mir gesagt, du fühlst es hier. Und wenn ich meine Hand hier habe, was siehst du da, was, wenn du zurückgehst in der Vergangenheit? Und dann sagst du zum Beispiel, ja, als Kind habe ich so und so erlebt, ja. Kann sein, dass ich jetzt mit einer Erinnerung kommen würde, dann könnt ihr interagieren, okay, wie alt bist du jetzt und so. Das machen wir aber dann mit einem richtigen Thema. Jemand von euch entscheidet sich, ein Thema zu bearbeiten und das machen wir dann live. Okay? Ihr könnt aber auch Metaphern nutzen, zum Beispiel etwas sagen, ich werde später euch das jetzt auch zeigen, dass man sagt, okay, weil bei Metaphern muss sie nicht mitmachen. Sie kann einfach liegen und dann könnt ihr sagen, stell dir vor, wie so ein Fluss, der fließt von oben bis zum Meer sozusagen, bis die Füße da sind, das wäre, als ob hier das Meer wäre. Und du fühlst, wie dieser Fluss fließt und fließt und fließt, ganz normal. Aber manchmal ist es nämlich so, Flüsse treffen auf Steine. Ihr könnt hier so ein bisschen hier, ne, wo so die Punkte sind. Ja, und diese Steine manchmal sind ein bisschen größer, ja, man hat so ein bisschen größere Dinge, dass man bewältigen muss im Leben. Manchmal dauert ein bisschen länger.
manchmal fühlt sich das Wasser vielleicht schuldig, dass sie nicht so schnell angehen kann, wie sie gerne hätte. Aber irgendwann fließt trotzdem weiter und kommt ans Meer. Und das Meer sagt nicht dann, hey, du hast so lange gebraucht, also du bist nicht gut für mich oder so, sondern du bist immer willkommen. Das heißt, du warst immer richtig, du warst Wasser und die Probleme, die Steine waren nur im Weg. Aber du bist nicht die Steine, du bist das Wasser. So, ihr könnt einfach Metapher nehmen. Ich zeige euch morgen 4 oder 6 Metapher, muss ich mal gucken, die ihr benutzen könnt. So, das heißt, ihr habt eine Menge Möglichkeiten jetzt in diesen Situationen, was ihr anbieten könnt. Okay? Alle diese Blitztechniken kann man alle so nehmen. Ja? Wenn sie jetzt liegen würde, okay, man macht die Augen auf. Sorry. Wie geht's erstmal? Jetzt noch. Ihr könnt theoretisch das, was ich ja vorhin gezeigt habe, mit den Blicken, okay, einfach hier schauen, guck mal, schau einfach hier. Genau. Und du schaust einfach jetzt, ich meine, ich mache das jetzt alles ein bisschen auf Schnellformat, bis ich einfach nicht mehr kann. Und irgendwann macht die Augen zu, ja, und dann macht die Augen zu, ja, und dann entspannt sie einfach. Also du fixierst sie einfach, du kannst auch sagen, fixiere hier, schau mal hier. Mal hier. Und schau. So. Ihr könnt auch diese Blitzhypnose und alle, was ich euch noch zeige, könnt ihr hier einsetzen. Versteht ihr, worum es geht heute und morgen? Okay. Also, alles okay? Gut. Also. Danke erstmal. Geht das? So, das heißt, ja, ich zeige euch diese Blitzhypnose, es sieht ein bisschen komisch aus und ein bisschen anstrengend und ein bisschen heftig. Aber in der Praxis dann, wenn du wirklich jemanden hier hast, es ist nicht mehr so gewaltig oder komisch oder wow, so schnell. Für die Person ist einfach nur, ich weiß nicht, wie das jetzt auf Schnellformat für dich war. Natürlich kann man viel mehr daraus machen. Aber ich meine,